Jo Leute, und weiter geht's durch die Wüste. Ich glaube, wir sind ja hier stehen geblieben bei dem netten Herrn hier, der uns sicherlich wieder herausfordern will. Oh, ich sehe gerade, Naga ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich gebe einfach mal Neo Zubat die Chance. Er sollte sich nämlich auch mal langsam weiterentwickeln und das funktioniert durch Zufriedenheit. Mein Leben ist Dynamik pur. Okay, interessant. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht viel reden, sondern wir wollen viel schaffen in diesem Part. Ich hoffe nämlich, dass wir die Arena noch machen in diesem Part. Das heißt, da könnte sogar ein bisschen länger werden. Ah, ein Kiesling. Okay, das könnte Probleme bereiten. Und wird es bestimmt auch, aber ich versuche einfach mal mein Glück gegen dieses Kiesling. Und es sieht gut aus. Ah, es sieht sehr gut aus. Das Gemeine ist, er hat mehr Spezialverteidigung durch den Sandsturm. Boah, Felshof, ja, es hätte böse enden können. Ein Praktikbalg. Oh, da haben wir sehr gute Chancen. Einmal Konfusion, der ist weg. Sag ich doch. Und mal weitere EP. Ah, okay, nochmal ein Kiesling. Ja, ich wechsle aber diesmal zu Pikmin aus. Das haben wir auch schon lange nicht mehr benutzt, weil es auch schon ziemlich stark ist. Denn ich habe echt Schiss, dass es durch Felswurf ist, wenn wir echt fünfmal treffen. Und dass wir dann halt das Neo-Zubat dann auf einmal geownt ist. Das Risiko will ich einfach nicht eingehen. Genau, machen wir einfach Armstoß, so ist es viel einfacher. Damit kann man sogar die Robustheit umgehen. Wenn das nicht nur zweimal treffen würde. Okay, für sehr effektiv ist das ja ganz schön wenig. Egal, einfach eine Nitro-Ladung und der ist weg. Ja, sag ich doch, das war es ja auch schon mit dem. Oh, genau. Weil ich will nämlich, dass das Neo-Zubat auch mal langsam wieder mehr Level steigt, dass es sich weiterentwickelt. Damit es auch wieder einen größeren Nutzen hat fürs Team. Es ist zwar ein cooles Pokémon, aber es hat im Moment schlechte Werte, finde ich. Also ich erhoffe mir bessere Werte für das Neo-Zubat. Das ist auch schon der nächste, der uns herausfordert. Was hat der so zu bieten? Ich bin ein Arbeiter und bepackt mit Muskeln. Gleich puste ich dich weg. Mach das. Sehen wir ja. Muskeln allein reichen aber nicht aus. Okay, das ist doch mal perfektes Training für Neo-Zubat. Genau, auch er muss ja unter dem Sandsturm leiden. Aber wir sind auch noch schneller und sind auch noch im vierfachen, in dem doppelten Typ-Vorteil. Aber er kann Steinwurf und er hat es auch noch wo überlebt. Das kam sehr unerwartet. Aber der hat kein Erst und. Achso, ich dachte schon, der erwartet sich irgendwas. Puh. Soll mich nicht nochmal so erschrecken. Ich dachte, der macht jetzt irgendwie einen Tempo-Hieb oder irgendwie sowas. Aber es hat sich gelohnt. Windschnitt. Aha. Viel geiler als Windstoß. Weg damit. Genau, habe ich auch noch irgendwo gelesen im Wiki, dass er Windschnitt auf Level 21 erlernt. Habe ich jetzt ganz vergessen. Oh. Okay, nochmal ein weiterer Kampf. Ja, Gar gegen Garnuvel. Genau das ist auch ein sehr geiles Pokémon, das ich mir auch erhofft habe. Wenn wir Glück haben, können wir sogar bald unser erstes Geist-Pokémon treffen. Und das würde ich auf jeden Fall gerne im Team haben. Das würde ich am liebsten sogar bis zum Ende haben. Weil es einfach nur geil ist. Ihr werdet sehen, was ich meine. Aber jetzt machen wir uns das Item. Folterknecht. Kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Sorgt nur dafür, dass man, dass der Gegner eine Zeit lang Attacken nicht zweimal hintereinander einsetzen kann. Okay. Okay, da ist nichts. Dann haben wir jetzt das hier auch abgehakt. Okay, das hätte ich auch noch im letzten Part reinpacken können. Das heißt, ich dachte, da würde jetzt noch mehr kommen. Weil, wie gesagt, wir haben viel zu tun. Jetzt geht es endlich zu Arti, dem wir erstmal ordentlich die
Nein, das habe ich jetzt nicht. Die will ihn einfach fertig machen. Der war zwar ein bisschen asozial im ewigen Wald, weil er meinte, der würde den Plasma-Mitgliedern den Weg absperren und auf einmal ist er ganz woanders. Da muss ich ja die ganze Arbeit machen. Aber dafür kriegt er jetzt auch seine Strafe, indem ich ihn dazu zwinge, mir seinen Orden zu geben. Genau, es war hier nämlich auch links. Okay, genau. Hier kann ich auch noch Neo Zubat einsetzen. Ich glaube, das werde ich noch benutzen. Denn in der Arena gibt es Käfer-Pokémon. Und vor allem, dass ich jetzt auch Luftschnitt kann, wird es praktisch. Und weil es da unter anderem auch ein paar Gift-Pokémon auch noch zu sehen gibt, aber auch noch mit Psycho-Attack eine gute Chance. Die Arena läuft so ab, man läuft durch dieses komische Honigzeug, was das ist, und betätigt die Schalter, die mal hier irgendwelche Tore öffnen. Manche Tore brauchen, glaube ich, auch sogar zwei Schalter. Genau, das werden nämlich. Genau, hier ist nämlich schon ein Schalter betätigt, und jetzt müssen wir an dem Clown hier vorbei, um den zweiten betätigen zu können. Die Kämpfe, die in der Arena von Strato City ausgetragen werden, sind so schön, dass man sie schon fast als Kunst bezeichnen kann. Ja, Pokémon-Kämpfe sind eine Kunst. Der Philippo, was hat er so? Strawickel. Oh, vierfach Schwäche Flug. Ist auch gerade Frischfleisch für Zubat. Für Neo Zubat. Ja, so einfach geht das. Na, und Toxipeten, das meine ich. Da können wir sogar auch Konfusion benutzen, weil es nämlich vom Typ Gift ist. Obwohl das ja eigentlich eine Käfer-Arena ist. So, genau, und jetzt haben wir den Schalter betätigen. Genau, damit ist auch das Tor geöffnet. Ja, so wie ich die Arena finde. Okay, das ist eigentlich die jetzt erste richtig anspruchsvolle Arena, wo so richtig mal was kommt. Aber die ist auch noch nicht so besonders irgendwie gesagt. Moment, ist das ein Bug? Lol. Okay. Okay. Also es kommen jetzt. Oh. Ach, jetzt habe ich das nicht. Und jetzt bist du auf den Schalter getreten, jetzt musst du gegen mich kämpfen. Also irgendwie sowas hat er jetzt gelabert. Also sind jetzt auch ab hier kommen jetzt so geile Arenen noch. Denn jetzt werden die richtig komplex aufgebaut sein. Besonders cool finde ich zum Beispiel die. Ja, die vierte Arena, die ist richtig geil. Fünfte ist auch cool. Der sechste. Ja, doch, sechste ist auch nicht schlecht. Eigentlich sind alle Arenen cool, die jetzt noch kommen. Auch die, die jetzt waren, die waren auch nicht schlecht. War es halt nur noch nicht so viel Besonderes. Zum Beispiel in der zweiten Arena ist halt so ein Rätsel. Jetzt hier, das ist ja auch schon was Anspruchsvolleres. Was, wo man ein bisschen mehr halt rumrätseln muss, um zum Arena-Leiter zu kommen, aber dennoch ziemlich einfach. Okay, Gesteinkäfer heißt das. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt gerade nicht, aber doch, Gesteinkäfer müsste der sein. Ja, genau, sonst wäre das nämlich sehr effektiv. Nein! Oh, der hat nur zweimal getroffen. Ich hasse den. So ein Drecksassi. Oh, Litomir, der kann auch eine ganz gemeine Attacke. Zwar Hausbruch, da verringert er zwar seine Verteidigung und Spezialverteidigung, aber steigert, verdoppelt dadurch all seine Werte, also den ganzen Rest. Boah, so ein. Was ein Drecksassi. Boah, komm, mach den ganz schnell fertig. Oh ne, ich glaube, der Arena-Leiter halt so artig, ich glaube, der hat auch noch so eins. Kann das sein? Boah. Ich nehme mal ganz schnell meine Pokémon heilen, dann sehen wir uns hier wieder. Okay, fertig geheilt. Diesmal betätige ich den Schalter nicht. Der ist sonst unnötig. Dann nehmen wir mal den hier. Und den. Aber mir ist auch gerade mal echt aufgefallen, dass ein Glück, das gerade war mit Felswurf, dass das echt nur zweimal getroffen hat. Und auch davor mit dem Kiesling, dass das auch nicht mehrmals getroffen hat. Wir haben da so ein verdammtes Glück eigentlich gehabt, um genau zu sein. Ich glaube hier. Ah, ne, ist auch nochmal ein Schalter.
Okay, ist jetzt auch der Schalter offen. Interessant. Aber ich gehe trotzdem auch mal rechts entlang. Genau hier. Ich werde hier jetzt bestimmt wieder einen Trainer, aber einfach mal gucken. Ach nee, das. Ach so. Da findet sich das Tor. Ich bemängel das gerade, dass hier ziemlich wenig Trainer sind. Wenn jetzt nicht noch mehr kommen. Ach so. Oh, jetzt habe ich. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Ich muss auch links entlang. Oder kommen jetzt noch Trainer? Mensch, so. Achso, hier ist glaube ich auch noch einer. Ja. Na gut, drei Trainer. Juhu, danke, dass du mich aus meinem Versteck geholt hast. Als Dankeschön lasse ich dich die Attacken meines Pokémon spüren. Okay, er hat also nur ein Pokémon. Hat er schon mal einen schönen Hinweis gegeben. Okay, dann setzt jetzt Strawickel ein. Haha. Wie gesagt, meiner Meinung nach das schwächste Pokémon in einem All. Ja gut, drei Trainer habe ich mir jetzt doch, sind doch genau richtig. Eigentlich waren, glaube ich, bisher immer drei Trainer. Ist okay. Ich glaube, später, da werden es viel mehr Trainer. Da kann man schon mal locker gegen acht Trainer kämpfen. Gegen Tore gewonnen. Was haben die denn für komische Namen? Es entwickelt sich! Nice! Ja, ah, ich kenne das Lied doch. Oh, wie geil. Und ich habe gerade noch gedacht, so, ah, ist das nicht so, der will sich, glaube ich, noch nicht weiterentwickeln. Ja. Yeah. Wie ist das nochmal? Flitiamo. Jetzt haben wir Neo Golbat. Ich glaube, das werde ich gleich mal umbenennen in Neo Golbat, falls das reinpasst. Müsste aber eigentlich. Oh, wie geil. Es mag uns. Es hat sich zur Liebe zu mir weiterentwickelt. Oh, sind die Werte auch viel epischer. Der Effekt ist immer noch scheiße. Aber endlich, ey. Es hat sich weiterentwickelt. Und die Arena, ja, die gehört Pikmin. Die Arena-Kampf. Und die Arena, die verläuft ja schon schneller als erwartet. Hat man ja 12 Minuten vergangen. Geht doch ziemlich schnell rum. Überhaupt, ich wollte eher auch mal zusehen, dass ich auch mehr in den Parts schaffe. Das ist schwer, man will viel in den Parts schaffen, gleichzeitig kommentiert man. Und ja, und man will nicht zu lang aufnehmen. Okay, vier Trainer, oh. Also da nehme ich das völlig zurück, dass hier zu wenig Trainer sind. Findest du es nicht auch wundersam, dass diese Arena so unfassbar faszinierend wirkt? Ach, naja. Was auch auffällt, da hängen überall Bilder. Das liegt daran, dass Arti, wurde ja erwähnt, dass er in seiner Freizeit auch Künstler ist. Das wird vor allem in Schwarz und Weiß 2 auch nochmal sehr verdeutlicht. Weil da spielt Arti auch nochmal eine Rolle. Na, weiß ich. Ah, oh, der spielt schon hier mit Schutzschild und so. Okay. Aber jetzt machen wir es einfach mal fertig. Denn wir wollen schließlich ja zu Arti gelangen. Ups. Okay, Strawickel, das wird echt kein Gegner sein. Also ich plane Arti mit Nitro-Ladung zu sweepen, das waren, selbst wenn er ein schnelles Pokémon haben sollte, was er glaube ich auch hat, dass wir dann trotzdem noch so schnell sind, dass wir ihn locker noch wegsweepen können. Und selbst wenn er Nitro-Meet hat, wir haben Armstoß. Oh, nochmal was. Ja doch, Armstoß war das doch jetzt. Bring ich schon mal die Attacken durcheinander. Genau, dann geht es also zu seinem fetten Thron. Ach, ich muss noch in die Mitte. So. Ja, soll ich nerven ein bisschen. Und da ist er auch schon. Vielen Dank nochmal für eben. Also dann, meine Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Kommen wir gleich zur Sache. Kämpfen wir. Ja, oder Arena-Leiterkampf gegen Arti.
der uns dann noch den dritten Orden gibt. Genau, und aus diesem Grund habe ich ihn etwas schwul gesprochen. Guckt euch mal an, wie er sich kleidet. Ey, rote Hose, Schal, scheiß Frisur, das sind schon alles Merkmale. Ich mache ohne Kraftschub, ich mache den direkt fertig. Ich glaube, ich werde keinen Kraftschub brauchen bei diesem Kampf. Oh, der hat es ganz knapp überlebt. Interessant. Bam. Aber er hat nicht vergiftet, das ist gut. Er wird jetzt sowieso heilen, also kann ich doch nochmal Kraftschub einsetzen. War doch nicht so dumm. Also war nicht schlecht, dass er es noch überlebt hat. Wenn Giftschweif jetzt vergiftet hätte, das wäre eine andere Sache. Wenn er dann noch Schutzschild haben sollte oder so. Das wäre assig. Also Toxin und Schutzschild, das ist echt eine gute Kombo. Genau, Initiative verdoppelt und Spezialangriff und Angriff erhöht. Genau, und jetzt kommt dieses Viech. Da kann ich nämlich Armstoß drauf machen. Oh, was, das ist nur so wenig ab? War dreimal getroffen, da gleicht sich das wieder ein bisschen aus. Ich hab gedacht, das würde ein bisschen mehr abziehen. Aber mache ich dann auf herkömmlichen Wege. Tschüss. Ach, und ich nehme gerade ziemlich Mittag auf. Hab wieder heute nur kurz Schule gehabt. Morgen letzter Schultag. Na gut, wenn ihr das seht, wird... Ich glaube, da wird schon gerade Weihnachtszeit sein. Genau, Matrifol, das ist die letzte Entwicklung von Strafwickel. Das wird also ein Leichnis sein, den fertig zu machen. Mit einer Vierfachschwäche kann er nichts anwenden. Ja. Toll, ne? Das war der Arena-Kampf. Ein bisschen sehr einfach, vor allem durch die Nuzlocke-Regeln. Ein bisschen, also eigentlich hätte es schwieriger sein sollen, aber naja, Arti ist für mich einfach der, ja, der ist echt einfach ein schwacher Arena-Leiter. Weil, na gut, wenn jetzt zum Beispiel, weil jeder Starter kann was gegen den ausrichten, so ziemlich. Na gut, wenn man den Pflanzenstarter hat, dann wird es schwer, aber es gibt auch wirklich da genug Flug und, also es gibt auch so viele Flug-Pokémon. Weil wirklich jedes Pokémon von dem hat ja, außer die Tomiten haben ja alle eine Flug- oder Feuerschwäche. Und selbst weil die Tomiten noch was mit Wasserattacken anrichten. Nun ja, aber wir haben nun Orden Nummer 3 auch gekriegt. Der Käferhaut macht ganz schön was her, oder? Jetzt, da du 3 Orden erlangt hast, gehorchen dir Pokémon bis Level 40. Bevor ich es vergesse, das gebe ich dir ebenfalls. Käfertrutz. Will ich aber nicht benutzen. Erstmal, ich glaube, das zieht ein klein wenig was ab und kann Statusveränderungen wieder zurücksetzen. Der Käfertrutz schwächt zusätzlich den Spezialangriffswert des geschädigten Gegners. Achso, dann war es eine andere Fähigkeit. Ach, der weiß nicht, Weißnebel oder sowas? Auf jeden Fall habe ich da gelesen, was das kann. Auch solche vermeintlichen Nichtigkeiten sind von Bedeutung. Oh ja, das stimmt. Bei Pokémon muss man echt auf alles achten. Okay, aber ich habe geschafft, was ich in diesem Part schaffen wollte. Unser Bauarbeiter dann, der hat ja davon geredet. Oh, wieso Kasser klingelt? Okay, wir gucken im nächsten Part, wer anruft und was dann los ist. Wir können jetzt auch wieder auf Route 4, denn der Bauarbeiter meinte ja, dass komischerweise ganz zufällig genau dann, sobald wir noch einen Ort haben, wir weiter können. Also wer anruft und was überhaupt dann los ist im nächsten Part, wenn wir den Rest von Route 4 erkunden, wo ich auch wieder, ja, wo ich es sogar schaffen könnte, vielleicht sogar 2 neue Pokémon zu kriegen. Das sehen wir dann im nächsten Part. Es wird wohl wieder ein längerer Part sein, weil dort viele Kämpfe stattfinden werden. Wir hoffen, dass wir da kein Teammitglied verlieren und werden auch ein paar harte Gegner sein. Wir finden es halt heraus. Und mal wieder hoffe ich, es hat auch Spaß gemacht euch allen. Mir hat es auch wieder Spaß gemacht, den Arti zu ownen. Dann sehen wir uns also im nächsten Part. Ich sag dann mal, ciao.